Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Uncanny Valley. Endlich nach längerer Zeit. Ich habe ein bisschen abgewartet, dass ein paar Patches kommen. Jetzt sind seit ein paar Tagen keine Patches mehr gekommen. Also gehe ich einfach mal davon aus, dass es jetzt soweit ist, dass wir es spielen können, ohne uns große Sorgen um irgendwelche Bugs machen zu müssen. Es hat nur ein bisschen seltsam direkt gestartet, denn ich bin wieder erwacht in diesem langen Gang. Vielleicht erinnert ihr euch, nachdem der Autounfall war und diese Verfolgung von diesen Typen. Nur diesmal kann ich viel weiter scheinbar laufen. Zumindest kann ich hier durch diese Tür und ich bin durch noch eine Tür gekommen. Deswegen dachte ich, ich fange jetzt mal mit der Aufnahme an. Eigentlich dachte ich, es hätte einfach nur ein Momentchen früher gespeichert. Aber ich glaube, das hier kennen wir. Huch! Ach, den falschen Knopf habe ich jetzt gedrückt. Das hier kennen wir wirklich noch nicht. Auf dem Label steht Androide. Android AI Rekonfiguration. Genau. Was steht da? Sekunde. 31.05. Nigel 8-Bit. Ich kann es nicht lesen. Auf jeden Fall Accident, also Unfall. Ich habe gerade erfahren, was geschehen ist. Oh Gott, ich kann es immer noch kaum lesen. Die E-Mail-Adressen aller Mitarbeiter? Ah, wurden temporär ausgeschaltet, weil sie glauben, dass jemand an der KI rumgespielt hat. Peter arbeitet schon an einer Lösung. Ganz alleine. Ich werde dich wissen lassen, wie es läuft. Hm, wahrscheinlich nicht gut. So, okay. Können wir hier irgendwas machen mit der Sache, die wir eben eingesammelt haben? Scheinbar nicht. Ich dachte, vielleicht könnten wir das benutzen. Aber wahrscheinlich brauchen wir es halt einfach irgendwo anders. So. Ah, hier ist auf jeden Fall Control. Scheint aber auch nicht zu gehen. Ich nehme das nochmal kurz. Nee. Okay, das ist ganz übel. Hi, 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 hi! Ei, ich wurde verletzt. Ei. Ich habe überhaupt nichts zum Heilen. Was ist, wenn ich hier nochmal durchgehe? Der ist direkt wieder da. Kommt er zu mir rüber? Ich habe ein bisschen Angst. Irgendwie ist er weg. Kann ich das hier schieben? Scheinbar nicht. Das sieht echt aus, als wäre mein ganzes Bein gebrochen. Ob man sich hinter sowas verstecken kann. Ich kann mich nur leider gerade nicht bücken. Oh, es hat gesprungen. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Eieiei. Oh, tatsächlich, das geht. Okay. Also ist das so eine Art Roboter, der hier rumläuft. Okay. Kann ich hier durch? Nee, scheinbar nicht. Bitte. Ich muss hier irgendwo durch. Oh Gott, es ist so dunkel hier hinten. Oh Gott, es kommt nicht, es geht nicht. Ach, ich werde sterben. Ich habe doch überhaupt keine Karten, oder? Doch, ich habe eine. Lower Facility Card. Nein, ach, er nimmt sie nicht. Er nimmt sie nicht. Er guckt sie sich nur an. Ich werde so... Ich gehe in die Dunkelheit. Ich gehe in die Dunkelheit. Hier siehst du mich nicht. Hier. Ja, so werde ich bestimmt eine Chance haben zu überleben. Uah! Oh, das sieht ja gruselig aus. Komme ich auch nicht durch. Hier drücke ich auch, aber er macht gar nichts leider. Aber wozu bin ich dann überhaupt hier hinten? Verstehe ich nicht. Das hier kann ich auch irgendwie nicht bewegen. Oh Gott. Ich höre ihn näher kommen. Ich höre ihn näher kommen. Ah, hier ist schon die Tür. Super. Bin topfit. Mir geht's sehr, sehr gut. Tja. Ich versuche ja hier auch was zu machen, aber es geht nicht. Ach, ein scheiß Keycard. Nee. Na super, jetzt kann ich nicht mal mehr rennen. Electrical Discharging. Hier ist einfach nichts weiter. Oder kann ich an diesem Ding hier das vielleicht anwenden? Die KI? Verändert? Nee.
Oh. Habe ich nicht gesehen im Dunkeln. Na super. Rüste es mal aus. Kann er das nicht ausrüsten? Wartet mal. Ich guck mal ganz kurz. Base Pickup, Flashlight, Inventory Time. Ah, Aim. Wartet. Okay, macht er aber nicht. Lass mich mal kurz überlegen, wo könnte man das benutzen? Da scheint das nicht zu gehen. Vielleicht an einer der Türen, die da hinten ist. Oder hier an diesem Kontrollpult. Da oben ist ein Code, könnte man fast denken. 01100110. Vielleicht ist es ein Code. Okay, dann wohl weiter. Ich habe eine Axt und ich bin super schnell unterwegs. Vielleicht kann man das hier kaputt machen. Das probieren wir nochmal. Mach's kaputt. Nein, er macht gar nichts. Junge, du musst dich auch mal anstrengen. Ich habe ein bisschen Angst. Hoffentlich kommt er jetzt nicht. Ich einfach so nach rechts starre, ey. Okay. So, wir probieren das gleich an den Türen aus, an den beiden, die hier sind. Ob wir da vielleicht eine Chance haben, das kaputt zu machen. Oder vielleicht ist das hier drüben an diesem linken Teil. Ich weiß es nicht. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Ich kann ja mal kurz gucken. Nö. Kann der jetzt mal kommen? Okay, ich warte einen Moment. So, alles klar. Und es speichert wieder. Oh Mann. Wieso geht das alles nicht? Oh. Ich würde es ja gegen den Gegner, aber er rüstet es ja nicht. Komm schon. Er macht es nicht. Oh Mann, oh. Hier hinten ist auch nichts, ne? Nee, leider nicht. Ja, dann töt mich doch. Ist doch egal. Guck mal, Licht, Licht. Ich bin aber auch widerstandsfähig, ne? Wie viel Health habe ich eigentlich? Ich habe immer nur noch das Bein. Oh. Okay, jetzt sind wir also hier. Aufs WC kann ich nicht. Sie haben mir nach, sind mir nach Hause gefolgt. Ich sollte besser tun, was mir gesagt wurde und mich für eine Weile hinlegen. Kann ich nur gerade nicht. Oh, was steht da? Türen, die sogar Feuer löschen. Was? Okay. Was habe ich denn jetzt hier eingesammelt? Heavy Box, schwere Box. Sind wir ja... Guten Morgen, Schatz. Hast du gut geschlafen? Eve, wo zur Hölle bin ich? Wovon redest du da? Du bist zu Hause. Diese Albträume müssen wohl schlimmer werden. Woher weißt du von meinen Albträumen? Was ist hier los? Du bist immer so lustig, wenn du aufwachst. Ich sehe schon, du bist angezogen. Ich war nur in der Lage, eine Uniform zu finden. Ich hole dir den Rest deiner Kleidung später. Und bitte geh nicht in den Lagerraum. Ich habe da gerade erst alles organisiert. Okay, jetzt sind wir also doch wieder an dieser Stelle hier. Der Spiegel ist ein wenig kaputt. Ich könnte ihn ganz einfach mit etwas kaputt machen. Okay. So. Dann ist sie weg, genau. Und wenn wir hier drin gucken, ist da erstmal nichts. Aber wir holen uns den Schlüssel raus und damit kommen wir hier rein und dann sehen wir, dass hier der Tote ist. Und wir schieben das zwar weg, aber es geht nicht durch. Genau. Aber ich hatte nachgeguckt, was man machen muss, weil ich das ja nicht wusste. Man muss es auf sich selber anwenden. Das war so krass, dass ich einfach nicht darauf gekommen bin. Sorry. So. Okay. Das sieht nicht gut aus. Und das sieht nicht nach einer normalen Wohnung aus. Du bist ja ein dummer, tollpatschiger Tom. Ich glaube, wir müssen etwas dagegen unternehmen. Warte eine Sekunde, ich komme gleich zurück.
fest versperrt. Tom, mein armer Tom. Man kann dir nicht vertrauen. Immer handelst du dir Ärger ein. Eines Tages wirst du es noch schaffen, dich selbst umzubringen. Und was soll ich dann tun, hä? Ich mache mir Sorgen, dass ich dich davon abhalten muss, dich selbst zu verletzen. Keine Sorge. Wir können hier für immer leben. Ohne, dass uns jemand stört. Ich werde mich um dich kümmern, das verspreche ich. Nun, das könnte ein bisschen wehtun. Aber denke daran. Ich tue das zu deinem eigenen Besten. Nun halt still. Es wird bald vorüber sein. Oh, lass mich in Ruhe, nein! Oh! Irk, sie verbrennt mir das! Nein! Oh Gott. Das erinnert mich an eines der Bücher von Dexter, die habe ich gelesen. Von diesem Serienmörder. Das ist echt abartig, ne? Ich bewege mich ja schon gar nicht mehr. Ich meine. Ich liebe dich. Happily ever after. What? Okay. Da bin ich jetzt doch ein bisschen überrascht. Dass das ein Ende ist. Das muss aber doch auch länger gehen, oder? Das hatte ich. Ich bin absolut sprachlos gerade. Ja, das muss einfach so sein, dass wir jetzt aus Versehen das allerkürzeste Ende erwischt haben, oder? Wow, das waren wirklich sehr kurze Credits. Das muss man jetzt auch nochmal zugutehalten, dass das ein scheinbar wirklich winziges Team war. Okay, das ist jetzt wirklich krass. Das ist jetzt sehr, sehr krass. Was passiert, wenn ich auf Continue drücke? Wow, wow, wow. Okay, ich wurde gerade aus dem Spiel geschmissen. Sekunde mal. So, da bin ich wieder. Ich habe das Spiel nochmal neu gestartet. Also wenn man jetzt auf Continue drückt, dann ist es tatsächlich so, dass eine Fehlermeldung kommt, weil kein Safe Game gefunden wird. Genau. Also bleibt mir nur Play zu drücken. Ich gucke mir das jetzt mal kurz an. Also fängt das dann nochmal von vorne an. Okay, das ist krass. Das war ja jetzt kurz und unerwartet. Ich dachte irgendwie, es würde viel länger sein. Aber wie gesagt, es könnte jetzt natürlich an mir liegen, dass ich halt die falschen Entscheidungen getroffen habe. Wartet mal. Hier ist der Cutter. Ja, gute Frage. Also auf jeden Fall kann man ja zum Beispiel das Rätsel schaffen, ne? Und man könnte sich natürlich umgucken und andere Dinge aufnehmen. Da ist er. Ich will nicht. Ich werde jetzt ja schon gefangen. Das läuft ja richtig super gut. Ja, und dann könnte man schauen, dass man irgendwie ein bisschen was anderes macht, weil es gibt ja mehrere verschiedene Enden und vielleicht haben wir halt einfach das Loser-Ende erwischt. Jedenfalls war das nicht so das geilste Ende. Wow. Shit. Aber es ist natürlich doof, den Anfang nochmal spielen zu müssen, der exakt gleich ist, also wo noch keinerlei Änderungen möglich sind, also wo man noch nicht groß was entscheiden kann, meine ich. Aber auf jeden Fall haben wir dann natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel mal die dritte und vierte Ebene zu untersuchen, des Gebäudekomplexes, das haben wir ja gar nicht geschafft. Das hatten wir auch schon. Genau, da liefen wir dann einfach hier durch den Zug. Ja, na gut, meine Lieben, würde ich sagen, ja, ich gucke mal. Also auf jeden Fall, ich kann jetzt nicht versprechen, dass noch eine Folge kommt, weil ich nicht genau weiß, was jetzt noch so passieren wird. Ich bin ein bisschen überfordert von diesem Spiel. Aber ich versuche es, okay? Ich versuche mich dazu aufzuraffen. Es wäre ja wahrscheinlich dann auch sinnvoll, erstmal bis dahin zu spielen, wo sowieso noch nichts Besonderes sich verändert. Damit wir das nicht doppelt machen müssen. Also, dass ihr das nicht doppelt seht, aber da muss ich dann auch mal Zeit zu haben. Weil das hier ist ja alles gleich jetzt. Abhauen kann ich leider nicht. Dass ich einfach sage, nö, hab keinen Bock auf diesen Job. Oder das wäre auch gut, wenn man das vielleicht überspringen könnte. Vielleicht geht das. Ich guck mal. Nee, geht nicht. Schade, das wäre auch cool. Okay. Ich muss ins Auto. Genau. Ja, das wäre so das Einzige. Wir können uns an anderen Orten umschauen und dann versuchen, dieses Rätsel zu lösen.
Weil ich immer noch der Meinung bin, ich hätte das Haus des Nikolaus versucht zu ziehen und es wäre nicht gegangen. Aber ich gucke mir das nochmal an. Ich habe am Ende auch ein Video dann gefunden, wo es ein Let's Player auf jeden Fall geschafft hat. Also werde ich mir das da einfach mal abgucken, damit wir das hinbekommen und sich dann dadurch vielleicht eine Änderung ergibt. Beziehungsweise es ist ja auch schon eine Änderung, wenn wir dann nicht das Auto nehmen, sondern uns entscheiden, doch in dem Gebäude weiter zu bleiben. Also weiter unsere Arbeit zu tun sozusagen. Da wird sich ja daraus wahrscheinlich schon auch eine Änderung ergeben. Ja. Na gut, ihr Lieben, dann werde ich an der Stelle erstmal diese Folge beenden. Und dann sehen wir uns vielleicht in naher Zukunft oder etwas später in einer weiteren Folge von Uncanny Valley. Also dann bis zum nächsten Mal. Ach so, Sekunde. Was wollte ich denn noch sagen? Ach so, ich finde halt jetzt, aus dem Ende, was wir jetzt gesehen haben, kann man jetzt nun wirklich nicht besonders viel ziehen, was jetzt hier eigentlich los war. Also das Einzige wäre echt, dass Eve halt diese künstliche Intelligenz ist, wie einige von uns ja schon vermutet hatten. Aber ob das jetzt so ist, dazu hatten wir eigentlich jetzt wirklich zu wenige Hinweise. Wir haben zu wenig hinbekommen. Aber es kann ja auch einfach sein, dass das Problem war, dass wir halt die notwendigen Karten nicht bekommen haben, um dann in dem Moment, wo wir da mit diesem Monster waren, diese Türen öffnen zu können. Die müssen wir vielleicht hier halt schon besorgen, in den 4 Nächten oder was das ist, die wir Zeit haben. Ja. Na gut, hier hat es auch gespeichert. Dann, ich werde es auf jeden Fall nochmal versuchen, aber ich kann nicht versprechen, wie schnell die nächste Folge kommt, okay? Okay, ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.